Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 13 Ultimate Team. Und warum FIFA Skills HD? Was zum... Ja, lange Geschichte, Leute. Ich war im Urlaub, war auf der Rap-App und wurde bei FIFA 13 Ultimate Team gehackt. Deswegen, der FC Hell ist damit leider Geschichte, muss man an dieser Stelle sagen. Ich wurde auf eine falsche Rap-App weitergeleitet. Daher... Ja, ist das Geschichte. Ich habe erst den EA-Support angeschrieben, weil mir wurden nur die Spiele abgezogen. Meine 100.000 Coins, die ich dann noch hatte, hatte ich noch. Dann haben die mir die Spieler, die ich hatte, in Coins ausgezahlt. Dann hatte ich so um die 900.000 Coins. Aber dann wurden mir die Coins wieder abgezogen. Beziehungsweise dann wurden mir auch noch die Coins abgezogen. So, gut, der Account ist jetzt unbrauchbar. Da wird ständig drauf gehackt, falls ich da nochmal irgendwas drauf machen sollte, falls ich da nochmal Coins drauf habe. Ich habe ja keine Spieler mehr, keine Coins, gar nichts. Deswegen habe ich mir jetzt hier einen neuen gemacht und habe bei einem lieben Händler, dessen Namen ich noch nicht nennen darf, weil der momentan eh zu viel zu tun hat, 800.000 Coins gekauft für einen Preis von 50 Euro, deswegen ganz okay. EA-Gebühren zackt natürlich ein bisschen ab, 760.000 ist ein bisschen scheiße. Ja, Team hatte ich mir gedacht, Barclay auf jeden Fall wieder, das hatten wir am Angriff genommen. Übrigens, in der letzten Folge war eigentlich noch richtig viel da, richtig viel weg. Da wollte ich eigentlich nochmal, ja, so eine riesige Folge machen, wo ich erkläre, was ich alles gemacht habe, weil ich jetzt in letzter Zeit, muss ich auch sagen, keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. Aber für euch umso besser, dass wir jetzt nochmal neu anfangen machen. Barclay hätte ich auf jeden Fall vor. Brasilianisch und argentinisches Team wollte ich machen. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich das Ganze mache. Ich überlege jetzt erstmal für ein brasilianisches Team. Und da hatte ich auch folgende Aufstellung. Und zwar hier Brasil Skill. Aufstellung 4. Ne, das war eine 3er Aufstellung. Und zwar 3-4-3. Ja. Und da hatte ich vor so einige Schmanker. Ist ja auch erstmal egal. Und ja, den zweiten, ich kriege morgen nochmal 800.000 Coins. Beziehungsweise 760 von dem netten Menschen. Ja. Morgen das nochmal, der läuft gleich ab. Also gerade erst gekriegt. Ja, dann haben wir auch nochmal Geld für ein Barclay-Team. Heute möchte ich erstmal das brasilianische und das argentinische Team angehen, weil Argentinier sind günstig und da kann man in Kombination was zu Agüero machen, weil der ist ja Argentinier und der wird auch in meinem Barclay-Team sein, dadurch könnte der auch in mein argentinisches Team kommen. Als erstes möchte ich jetzt aber möchte ich das hier angehen, also das, wie heißt es denn, das oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Das, ich überlege die ganze Zeit, brasilianisches Skiller-Team, so rum. Das wollte ich machen, jetzt ist mein Headset gerade irgendwie ausgegangen, also damit, wo ich den Sound höre. Lied umklappen geht auch nicht. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Egal, spielen wir halt ohne Sound, ist auch nicht das Problem, ihr hört es ja in der Aufnahme. Den Sound, nur ich höre den jetzt nicht. Da habe ich mir gerade erst ein Triton-Headset gekauft und dann funktioniert jetzt mittendrin der Sound nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Ja, wir gucken nach keiner Liga. Das war jetzt dumm, dass ich da gerade rumgeswitcht bin. Ich will eine Nationalität suchen. Brasilien. Skillen kann ich ja ein bisschen. Dadurch können wir uns vielleicht noch erweitern. 3-4-3 ist es. Oder wir nehmen es 3-4-2-1. Aber ich würde sagen eher 3-4-3. Na, oder... Na, 3-4-3. Nee, Quatsch, 3-4-2-1. So, dann wir suchen als linken Stürmer suchen wir jemand ganz Bestimmtes, und zwar Neymar. Der spielt ja in der Liga de Brasil, do Brasil. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Liga do Brasil beim FC Santos als linken Stürmer das Ganze. Gucken wir mal, was der kostet. Nehmen wir 150, ja, vom Preis geht das schon mal.
156 mit 50 Verträgen. Ist eigentlich ein fairer Preis, muss man sagen. Bieten haben wir jetzt hier nicht wirklich was. Deswegen 156.000 Coins haben wir damit gemacht. Zack, da ist der erste Spieler und auch der teuerste. Aber ich denke mal, der wird uns weiterhelfen in dem spanischen Team. Zumal er einfach klasse ist. So, jetzt muss ich hier gleich mal im Internet gucken. Und zwar, suche ich mal eben eine Seite foodwitz.com. Und zwar kann man da die Spieler suchen. Ich hatte mir schon ein Squad erstellt, ein brasilianisches, was auch immer. So, Brasil Skill Squad habe ich das genannt. Also foodwitz.com, einfach mal ausprobieren. Squad Builder, Spieler suchen kann man da auch. Und im Sturm hatte ich da an Wellison gedacht. Der spielt in der gleichen Liga bei Sao Paulo. Hat ungefähr einen ähnlichen Preis wie Neymar. So. Okay, Gold war jetzt falsch, da muss ich gleich auf Silber gehen. 5-Star Skill, 88 Pace, also das sagt schon einiges aus. Hier gibt es nur Fabiano, aber den wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Silber. What the fuck? Ich bin aber richtig, oder? Ja, gut. Das wundert mich jetzt. Gibt es keine Wellisons mehr? Also. Ah doch, den gibt's nur nicht in der. Da müssen wir gleich eine Positionskarte für ihn holen. Dann suchen wir mal nach Wellison. Dass wir den Preis ein bisschen anheben. Weil es da eben auch noch ein paar andere gibt. Der wird, glaube ich, der zweiteuerste sein. Ja, müsste er, denn Thiago Silva hole ich mir zunächst erstmal nicht. Weil das Team soll nicht ganz so teuer sein. Also unter 400k möchte ich es eigentlich ungefähr lassen. Und ich guck mal, 146.000 wird auf der Seite als Durchschnittpreis angegeben. Hier finden wir nur einen Maicon. Was hat der? Forst? Nee. Okay, das bringt ja gar nichts. Gucken wir mal. Finden wir nur Maicons. Also scheint der wohl im Preis gestiegen zu sein. Weiter. Okay, der scheint wohl wirklich gestiegen zu sein. Dann mache ich erstmal eine Umplanung. Und zwar werde ich dann erstmal den... wie heißt er denn? Den... zurücksetzen? Oh, nicht suchen. Den Pato holen. Der hat ja auch 5-Star-Skills. Und ist auch Goldspieler. Dann gehe ich erstmal auf Pato. Dürfte ja nicht das Problem sein. Der ist ja jetzt auch in die Liga gewechselt. Dann haben wir eine bessere Chemie. Als Stürmer Aufstellung 3-4-3. Ne, 3-4-2-1 hatten wir. Ja, ne? Ja. Gold. Und dann gucken wir mal, was wir da finden. So. Da haben wir ihn auch gleich bei den... wo spielt er? Corinthians. Ach so. Ja, ich habe es wahrscheinlich eh falsch ausgesprochen. Schade, dass sie dem die 5-Star-Skills weggenommen haben. Im Vergleich zu 12. Aber ich denke mal, 13 wird er sie wieder kriegen. Weil der war ja jetzt auch nicht schlecht bei Mailand. Was ist da so der Durchschnittspreis? So, es lädt wieder ein bisschen lange. Vielleicht sollte ich ein paar Fenster schließen hier. Bei mir im Internet. Ich bin nicht so die brillante Internetverbindung. Da könnte das ein bisschen kritisch werden. So. So, hat auch schon geladen. Also hier gibt es den für 4,5. Da denke ich, können wir nochmal runtergehen. 3,9 gibt es ihn hier auch noch. Da wird gerade drauf geboten. Also unter 4.500 könnte ich nochmal gucken. Beziehungsweise so, 3,4 gibt es den da.
Nee, noch nicht. Auch noch nicht. 4, 5. Da war gerade einer, den hatten wir gerade da gesehen. So, 4, 5, 4, 1. 4.100 ist das günstiger mit einem... Okay, ich dachte 64er Vertrag. Oh, hier gibt es einen mit einem... Ach, ich vertue mich, aber das ist die Fitness und nicht die Vertragsweite. Ja. 4-1, 4-1, 4-1. Ohne Vertrag für 4-3. Das wäre aber auch scheiße. Dann nehmen wir ihn einfach mit 11 Vertrag. Das geht ja. Team nicht so teuer, aber ich denke mal, das geht auf jeden Fall. In Ordnung. Ist ein guter Squad, also kann man, denke ich, mal lassen. Zumal ihr wisst ja noch gar nicht, was da noch alles reinkommt. Aber falls der ein oder andere weiß, was ich so mit einem Skiller-Team meine, der sollte sich das vorstellen können. So, als rechten, rechts außen, also als RS brauche ich den dann. Muss da noch ein anderer hin. Und zwar auch ein Silberspieler, damit sollte es gut wie klar sein. Da würden nur drei jetzt ins Gespräch kommen mit 5-Star-Skills, also Kelvin, Danilinho oder Maicon Leite. Und da habe ich mich entschieden, ihr werdet es gleich sehen, wenn er mal laden würde, für Kelvin. Ja, Danilinho möchte ich eher als RM haben, weil der als Workrates, also die Arbeitsraten, hat der nämlich grün nach hinten. Der arbeitet mir dann wirklich ein Stück weit so viel nach hinten. Hier gibt es auch nur einen Kelvin. 45.000, ich guck mal hier, was der Durchschnittspreis bei dem ist auf der Seite. Ich denke mal, wenn 41 drauf geboten ist, dürfte das nicht so weit abweichen. Ja, 43 ist der Durchschnittspreis, hier haben wir ihn schon als RS. Mit 30 Vertrag, ja. Ich denke mal, das ist sehr gut. Dann kaufen wir den Kelvin mal. Sehr gut. Der nächste 5-Star-Skiller. Mir wurde gesagt, oh, die Aktion ist fehlgeschlagen. Was ist jetzt passiert? Mir wurde gesagt, dass sich die 84 Tempo auch eher wie 90 anfühlen. Also von daher sehr gut. Hat auch Arbeitsreiten, defensiv Mittel. Also sehr gut. Ich finde auch, Brasilien und Deutschland sind für mich die Nation der Zukunft. Wenn man mal da die jungen Spieler sieht, zum Beispiel Kelvin, die sind alle noch unter 20 Jahre alt in Deutschland. Mit Draxler, Götze, Reus gibt es noch so viele Junggewächse. Oh, Ter Stegen. Guckt euch alleine die Torhüter an. Weinfeller, Neuer, Ter Stegen. Wiese nicht. Also da gibt es so viel. Da, ja, ist für jeden was bei. So, jetzt suchen wir nach einem rechten Mittelfeldspieler. Da brauchen wir Danilinho. Den gibt's ja auch schon. Jetzt lädt es wieder unendlich. Für 80.000. Leite gibt es auch. Wobei ich finde Leite jetzt nicht ganz so optimal. Was ist das? Wellington hat nur 4-Star-Skills. Also Danilinho einmal für 80 und einmal für 400.000. Wenn sonst nichts ist, dann gucke ich hier auch nochmal gleich auf der Seite, für wie viel der Danilinho geht. 79 der Durchschnittspreis, also 80 völlig okay. Damit ist Danilinho gekauft. Ist doch mal was Gutes. Ja, kann man, denke ich, mal lassen. Und ja, dann saven wir den mal. Wenn meine Internetverbindung vielleicht ein bisschen optimaler wäre. Okay, jetzt hat das gemacht. So, und als nächsten Spieler, jetzt muss ich hier einmal zurückgehen, brauchen wir dann den linken Mittelfeldspieler. Da hatte ich einen relativ klassischen eingeplant, den müsste von euch, also müsste eigentlich jeder kennen, müsste jeden ein Begriff sein, von Mailand, und zwar Rubinho. Der kostet auch, glaube ich, auf jeden Fall unter 10, meine ich. Oder ein Stück über 10, ja gut. Dann hatte ich mich da vertan. Ich hatte auch mal einen Serie A Squad. Habe ich dann aber relativ schnell wieder aufgelöst. Hatte ich erst vor, aber... nee, habe ich mir dann doch gedacht. Die Inform-Leute da, Palacio, Mikoli, die sind ein bisschen zu teuer. Daher habe ich es dann mal gelassen. Okay. Ich hatte ja gerade nämlich einen für 12,75 gesehen. Suchen wir mal bei 13. Und das lädt, und das lädt. Und ich werde wahrscheinlich gleich rausgeworfen aus dem Ladevorgang. Nee, doch nicht.
Oh, da gibt's einige. Dann suche ich mal einen mit ein bisschen Verträgen. Okay, wir hatten hier die meisten. Ich habe gar keine Vertragskarten mehr. Ich denke mal, dann liebe ich. Dann nehme ich lieber einen mit 7 Vertrag und 99 Fitness. Davon haben wir 2 Stück. Der kostet 12,5 und der kostet 12,5. Dann machen wir entweder dem Pottenplante oder dem. Komm, lade. Steht nix. Dann machen wir dem FC Potteplante. Achso. Machen wir dem einen Gefallen und kaufen den Rubinho für 12.500. Damit schon der 4. 5-Star-Skeller in dem Team. Und ich verrate euch was, es wird 6 Stück geben. Also noch die 2 zentralen Mittelfeldspieler. Da hatte ich gedacht, dass ich da auch noch einen für die Bank kaufe. Ja, die Bank soll jetzt nämlich nicht so ausgeprägt sein, weil ich eigentlich das so machen wollte, dass ich die Ersatz, dass ich dann die anderen Teams auf die Bank setze, damit sich das immer so ausgleicht vom, ihr wisst schon, von der Fitness. Und da hatte ich geplant, auch in der brasilianischen Liga gibt es da einen, Ligo do Brasil, da ist er. Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, müsste das Santos sein. Ne, das ist Sao Paulo. Nehme ich da den guten Jetson oder Jatson, 79 Pace. Hier sehen wir es auch schon, 80 Dribbling, 5-Star Skills und der kostet. Was kostet denn der als ZAM? Kostet der nur 1000, also ich denke mal, wenn man den ummodet, dürfte das... Ach, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, muss ich sagen. Den wieder umzumoden. Nee. 11,25, aber nur mit 3 Vertrag und 82 Fitness, ja gut. Da habe ich aber auch noch einen anderen in Planung, von daher nicht so schlimm. Ach, ich hätte ihn auch als ZAM kaufen können, scheiße. Weil die Chemie sowieso bei 9 sein dürfte. Das war nicht so schlau. YOLO. Ich sag YOLO. Boah, bin ich gut. Hilfe. So, es lädt wieder. Scheiß Internetverbindung. Ja, super. Ab ins Hauptmenü. Hui. Verlässt Ultimate Team. Jawohl. So möchte man das haben. Und ja, ich gucke jetzt hier mal einmal, wie das von der Chemie aussieht. Also können wir es theoretisch so umstellen, dann wird der auch 9 Chemie gut. Ich spreche gerade ein bisschen in Gedanken, aber das dürfte ja kein Problem sein. Ihr werdet ja gleich sehen, was ich bezwecken möchte. So, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Ultimate Team spackt rum, so wie immer, aber egal. Scheiß doch was drauf. Aber es lädt schon mal, das heißt, wir kommen auf jeden Fall rein. Also dürfte das kein Problem sein. FIFA hat ja immer so seine Probleme. Von daher, was soll's. Ja, dann können wir den auch direkt speichern, den Jetson, Jatson, 79 Pace, also für einen zentralen Mittelfeldspieler auch nicht wirklich schlecht. Dann möchte ich noch Ronaldinho und Carlos Alberto kaufen, jetzt habe ich mich schon verraten, aber egal. Der eine ist von, okay, jetzt muss er alles wieder neu eingeben, egal. Nehmen wir die als ZOM-Spieler, weil das sonst ein bisschen viel kostet. 3, 4, 2, 1 natürlich. Gold, Nationalität. Brasilien in der Ligo do Brasil. Wo haben wir sie? Hier. Und, Ronaldinho. So, wir gucken erstmal, was es da für nette Typchen gibt. Ich weiß nicht genau, in welchem Verein ich spielen. Aber egal. Aber ich denke mal, ich habe auch eine ganz gute Lösung dafür. Für, obwohl, Lukas wäre natürlich auch interessant. Ist nur keine 5-Star-Skiller. Stimmt, hatte ich gar nicht dran gedacht. Lukas mit 92 Pace ist natürlich nicht uninteressant. Dann so 46 Pace. Ich frage mich, warum der so wenig Pace hat. Also, für mich schwachsinnig. Ja, dann Lukas auf jeden Fall. Und, jetzt suche ich noch nach Carlos Alberto und Ronaldinho.
vorbei. Resini hat der auch ver... Ne, okay. Ronaldinho hier spielt bei Atletico Mineiro. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Ist ein absoluter Gott. So. Gucken wir mal, wie viel der kostet. Also Ronaldinho möchte ich auf jeden Fall spielen lassen. So, gibt es auch nur 4. Also die Aufstellung scheint wohl nicht so beliebt zu sein. Da gibt es nicht wirklich viel von. Oh, hier, perfekt. 2, 6, 4 Vertrag und 99 Fitness. Das ist doch schon mal was. Ja, Verträge muss ich mir wieder alle kaufen. Ist nicht so schön, aber na gut. Shit happens, meine Freunde. So, dann gehen wir wieder raus hier. Hab auch noch nicht so viel verbraucht. Ja, weil der Rest wird jetzt auch günstiger. Das war eigentlich nur der Sturm mit Wellison, wäre der noch teurer geworden. Aber dann haben wir es ja jetzt. Ich überlege gerade, wo spielt der... Ich glaube auch bei Cortinas, der Carlos Alberto. Nee. Das war falsch. Also suche ich erstmal nach dem Lukas. Wobei der Carlos Alberto auch Pace hat. Also gucke ich erstmal. Was heißt Pace? Nur 75, aber ist schon mal ganz okay. Muss ich mal eben nach dem Verein suchen. Ach, das kann ich auch hier machen. Bin ich blöd, das habe ich auch gerade die ganze Zeit gemacht. Ich schussel. Aber hier sehen wir es auch schon. Hier haben wir ihn auch schon. Bei Vasco da Gama. Ach so. Wenn sonst nichts ist, dann Vasco da Gama. Da. Gerade haben wir ihn für 1000 gesehen. Für viel gibt's den? Hier gibt nicht so viele von. Ich denke mal, der dürfte auch nicht wirklich viel über dem Abschlusspreis liegen. 150 bieten. Wie lange geht er noch? 35 Minuten. Ich kein Bock drauf, so lange zu warten. 800 hier. 7 Vertrag, 99. Jawohl. Gekauft, meine Freunde. Gekauft. So, 800 für den Spieler mit 5 Star Skills und 74 Pace. Verstehe ich gar nicht, warum der so günstig ist. Finde ich schwachsinnig so. Verteidigung und Torwart dürfte jetzt insgesamt höchstens 15.000 kosten. Also sind wir mit dem Budget gut ausgekommen. Dann kommt noch das argentinische Team und dann sind wir schon fertig. In der nächsten Folge gibt es dann gleich mal ein Spiel. Und ja, jetzt gehe ich hier die ganze Zeit durch und finde nicht, was ich haben möchte. CB. Ach, ich suche nach CB. Ich bin schon dieses Englische gewöhnt, weil ich jetzt anderthalb Wochen nur vor der Rap-App gehangen habe. Ja, der DD spielt da glücklicherweise auch. Bei Vasco da Gama. 81 Pace in Verteidiger. Und ja, der ist schon ein bisschen beliebter, der Spieler. Deswegen gibt es da auch ein paar mehr von. Das günstigste, was ich gesehen habe, war 3.100. Deswegen suchen wir mal bei 3.100. Was gibt es da? Oh, boah, das war aber schnell. ja, wirklich super Werte. 3.000 gab es einen, dann gucken wir mal. Der mit 3.000 gibt es mit 30 Verträgen. Also Leute, das ist ja das Schnäppchen. Das ist ja das Schnäppchen schlechthin. Guck mal in der App hier. Nicht in der App. In dem Links hier. Bei der PS3 ist der Durchschnittspreis 3.500 steht hier. Also das war dann ja wirklich ein Schnäppchen. Da bin ich aber hochzufrieden. So, und jetzt als Innenverteidiger, als weiteren, ich spiele mit einer Dreierkette, habe ich noch einen aus der deutschen Liga. Damit dürfte die Entscheidung zwischen Santana und Naldo fallen. Das ist Santana, weil der mehr Pace hat. Und ich mag den auch irgendwie mehr. Obwohl ich Schalke-Fan bin, Leute, gebt euch das. Und ja, der andere, ich verrate es so viel, spielt in der Barclays Premier League. Damit ist es klar, David Luiz. Und oh mein Gott, er ist einfach nur awesome. Dieser Spieler ist einfach nur awesome. Ohne Flachs. Also David Luiz ist so genial. Das kann man gar nicht so sagen. Der Typ ist genial. Also echt, ich wollte mir ein, oder ich will mir ein Barclays Premier League Team machen. Ich überlege wirklich Vidic oder David Luiz. Weil dieser David Luiz ist einfach ein Gott. Das ist wirklich krank und ich weiß, dass ich gerade wie ein Psycho rede, aber dieser Typ ist krank. Dieser Typ ist einfach nur krank. So, wir gucken nochmal. Hier gibt es 2 für 2 unter 1000. 2 Stück unter 2000. Aber nur mit einem Spielvertrag. Das ist mit ein bisschen so wenig.
Weil ich eben keine Vertragskarten mehr aus den Pack-Openings habe. Scheiße, ne? Aber was ja noch ganz gut ist, Season Pass haben wir immer noch. Habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass ich den Season Pass habe. Egal, YOLO! Achso, ich dachte schon 74 Vertrag, das wäre geil. Da kriegen wir montags immer ein Pack, also da könnt ihr euch jetzt auch drauf freuen, dass es sowas jetzt immer gibt. Und dann kaufen wir den mal von Esteghlal FC, gegründet im März 2013. Ist also noch nicht so lange dabei. Dann können wir ihm auch mal... Lol, was war das jetzt? Jetzt hat's gebackt. Dann können wir ihm auch mal die 2300 Coins geben. Und ja. So, dann der dritte. Wie gesagt, deutsche Liga. Jetzt bin ich irgendwie rausgeflogen. Kann ich aber auch nicht entscheiden, wie das hier zustande kommen soll. Mit dem, ihr wisst schon, mit der Internetverbindung. Gerade war es super schnell. Jetzt wieder super langsam. Ach, Leute. Dortmund. Santana kostet, glaube ich, auch nicht so viel. Oh, doch, ein bisschen mehr. Als David Luiz. Hätte ich nicht gedacht. 3-4. Und da, oh, da finden wir ein paar. In der Hoffnung, dass ich da was mit ein paar mehr Verträgen finde. 22 Verträge ist das höchste, den merken wir uns. Für 3-2, gut, ist ein bisschen mehr, aber Verträge halt, ne? Da müssen wir die nicht extra kaufen, ist halt, ne? Hier gibt's nichts mehr. Gott, meine scheiß Internetverbindung. Die ist echt für den Arsch. Ist echt für den Arsch, echt. Oh, hier 23 Verträge. Aber 76 Fitness und da habe ich keinen Bock drauf. Also kaufen wir den mit 22. Ich glaube, der war hier auf der zweiten oder dritten Seite. Ja, hier. Für 3200. Und dann aus der Rhein, kauf ihn bitte. Hallo, Internetverbindung. Sind Sie da? Ja, es ist da. Glückwunsch. Spieler erworben. Ja, danke schön. ja, was ich übrigens mir überlegt hatte als kleines Special, ich bin ja ein netter Mensch. Ja, widerspricht sich ein bisschen, aber egal. Und zwar zu Ende, zu FIFA 13 hatte ich vor, einmal ein Team auf jeden Fall zu verlosen. Und ich hatte mir gedacht, ich mache Geschenke. Ich suche nach Bronzespielern, die teuer angeboten werden und kaufe die einfach. Ein Bronzespieler für 50.000 oder so. Weil... Wenn FIFA 14 rauskommt, dann sind die neuen Konsolen, dann spiele ich auf der PS3 eh nicht mehr. Und dann kann man das machen. Okay, ein richtig geiles Team bleibe ich, lasse ich mal, falls ich mal irgendwann nochmal das alte zock, weil ein Kollege sich nicht die Konsole leisten kann, die neue oder so. Man weiß ja nie. Aber sowas kann man machen. Coins brauche ich dann eh nicht mehr. Und ja, Ligo do Brasil. Ein Torwart. Und zwar Julio Sabá. Nicht in Form. Das ist ein bisschen zu teuer. Ach, der spielt da ja gar nicht mehr. Oder was heißt, der spielt da gar nicht mehr? Ich glaube, der war da noch nie. Fail, der spielt ja in der englischen Liga auch. Dann können wir mit dem auch eine gute Chemie machen. Mit David Luiz. Weil der spielt ja auch in der englischen Liga. Julio César bei Queen's Park Rangers, sehe ich hier gerade. Also, ich habe ja zwei Monitore, das sehe ich hier rechts auf meinem PC-Monitor. 1300, das ist schon mal sehr günstig. Da suche ich mal nach. Ja, unter 1300. Hätte eigentlich gedacht, dass der teurer ist, weil der ja der beste brasilianische Torwart ist. Ja, da ist für mich die Schwachstelle bei den guten Brasilianern, dass die halt nicht so einen wirklich berauschenden Torwart haben. Klar, der ist gut, aber halt nicht wirklich sehr gut. An einen Joe Hart kommt er nicht ran, er kommt nicht an einen Luis dran, er kommt nicht an einen Neuer ran. Also die anderen Konkurrenten da in Richtung Weltmeisterschaft haben da natürlich ausgesorgt. Aber wer weiß, WM ist ja noch ein bisschen was hin und bis dahin kann noch so viel passieren. Deshalb sollte man da keine vorliegenden Schlüsse ziehen. Gut, brasilianisches Team ist gekauft, möchte ich an der Stelle aber noch nicht erstellen, weil ich das in einem Squad-Builder-Video machen möchte. Wo ich euch dann nochmal das ganze Team erkläre. Und jetzt kommt das argentinische Team. Das muss ich dann einmal hier in einem neuen Tab öffnen. Das kann man nämlich auch einfach hier Squads saven. Bei Footwits. Da sieht man dann halt, wie viel das ganze oder der ganze Squad kostet.
kostet und dieser Squad, den ich habe, würde 300.000 kosten. Passt also wunderbar in unser Budget rein. Und ja, featuring Aguero und drei Informs, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und die Maria. Ja, dann gucken wir mal nach einem Stürmer. Ach, jetzt mache ich hier die ganze Zeit Gold, Silber, Bronze, egal. Auch in der gleichen Aufstellung, 4-3-2-1. Und wir suchen den Stürmer aus der Barclays Premier League, Nationalität Argentinien. Und ja, Aguero ist klar, ist einfach nur genial. Oh, hier sind natürlich auch die ganzen TVs, das ist ein bisschen mies an der Stelle. Aber Argentinien sowieso im Sturm gut besetzt, Di Maria, Aguero, Lavezzi, Palacio, Lamela, da gibt es so viel. Jetzt werde ich hier eingeladen vom guten Frost. Aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf auf Black Ops 2. Tut mir an der Stelle leid. Vielleicht nachher, aber nicht jetzt. Von Finjo werde ich auch nochmal eingeladen. Jawohl, so muss es sein. Dann schreiben wir den guten mal eben zurück, dass ich nicht kann. So muss das sein. Und ich habe so viele Freundschaftsanfragen, Leute. Wo kommen die ganzen Leute her? Alles okay mit euch? Gut. Dann mache ich einfach einen neuen Chat. Ja, ist umständlich, aber ich... YOLO! Ach, warum? Ich habe mir dieses YOLO richtig angewöhnt in dem Skiurlaub, wo ich war. Ich weiß nicht warum. Und zwar mit Finn. Jo, und mit... Wo ist er denn? Bin ich blöd? Ach, da ist er. Den beiden. Und dann schreibe ich mal... Ups, nehm... grad FIFA auf. Ja. Dann haben wir das ja. Dann können wir weitermachen, haben gerade 5:30, die Uhr geht immer noch falsch. Nee, wir haben 6:30. Nee, oder haben wir es 5:30? Ich weiß gerade nicht, die Uhr wurde ja umgestellt. Also, gerade ist der 1.4., 1. April. Ist jetzt 6:30 oder 6:30? Die Uhr ging ja immer um eine Stunde falsch. Ist sie jetzt richtig? Ist jetzt 5:30 oder 6:30? Ich mache einfach mal kurz nebenbei mein Handy an. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel Uhr es ist. Krank. Suchen wir mal eben in der Zwischenzeit den Aguero schon mal. Handy wird auf den Tisch gelegt. Und wir finden nur ein Aguero. 121, er schreibt jetzt schon hier. Komm, aber ich habe doch das in den Textchat geschrieben, Leute. Ich meine, was habt ihr denn? Komm, wenn ich aufnehme. Ja, super. 121 ist okay. Was kostet der hier im Durchschnitt? Hab's eh schon gekauft, aber egal. Ja, 100, 118 Durchschnitt, also. Passt das doch soweit? Joa. Dann brauchen wir einen linken Stürmer. Da hatte ich an Lavezzi gedacht. So, das können wir mal ein bisschen niedriger machen. Dann können wir auch nochmal nach anderen linken Stürmern suchen. Leute, hört auf mich zu spammen. Okay, 600 ist jetzt auch egal. Lavezzi. Ja, perfekter Spieler. Hat auch seine 5-Star-Skills verloren. Kann ich auch nicht verstehen. Schade eigentlich. 17, 19, 16. Spielt ja bei PSG. So, jetzt können wir hier eben kurz gucken. Es ist 6:30. Sehr gut. Also das... ich lache. Hilfe. Ja, gut. Jetzt muss ich einmal die Liga finden. Liga 1 ist das ja. PSG. Und übrigens, ich werde auf Xbox umsteigen. Auf Xbox 720. Denke ich mal. Also, ich lasse mich überraschen. Ich guck mal, welche Konsole besser ist. Aber es sieht
ja eher nach Xbox aus. Ja, und daher werde ich wahrscheinlich auf Xbox umsteigen. 21 Vertrag, 16.000. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Direkt gekauft. Wunderbarer Preis. Wir gucken hier, Durchschnittspreis 16.700. Also richtig gut gekauft, muss man sagen. Ja, haben wir den schon gekauft? Was ist mit dir? Lol, was ist jetzt kaputt? Okay, gut, ist gekauft. Und sie laden mich ein und laden mich ein und laden mich ein. Es tut mir leid, Freunde, wenn ihr das seht, was ich nicht glaube, weil ihr beide nicht wirklich FIFA interessiert seid. Sorry. Jetzt kommt noch ein weiterer teurer Spieler. Und zwar Di Maria von, ihr wisst es. Quizfrage, woher kommt Di Maria? Klar, aus der Liga BBVA. Wo ist er? Hallo. Da. Und zwar von Real Madrid. Wunderbarer Spieler, Forster Skills, 90 Pace, genial, 31.000, 40 Vertrag, jawohl. Was hat denn der für einen Durchschnittspreis? Also 31.000 hört sich sehr günstig an. Ja, ist okay. Also hier, Durchschnittspreis war 30.000. Das Ganze dann hiermit, ich weiß nicht mehr, 26 Vertrag oder so. Ne, 40 Vertrag. Wunderbar. Geile Scheiße, Leute, geile Scheiße. Kann man auf jeden Fall mal lassen. Und natürlich noch umgemodet, der ist ja normalerweise RM. So, dann brauchen wir einen weiteren rechten Stürmer von Inter Mailand. Ach, ich bin ja noch in der Liga BBVA. Serie A, Inter Mailand. Und wer ist es? Richtig, Palacio. Palacio, ist das richtig? Ich denke mal, ne? Als RM stellen wir uns aber auf die linke Seite, hat dann aber immer noch, ich glaube, 7 oder 9 Chemie sogar, weil der mit zwei Spielern aus dem gleichen Verein gekoppelt wird. Von daher sollte das nicht das Problem sein. Hier haben wir auch noch so einen anderen, aber egal, da müssen wir mal den Preis ein bisschen hochschrauben. Und gerade war er so um die 5. Der ist ja auch im Team der Woche, aber als Stürmer. Und da passt er jetzt hier nicht wirklich so rein, weil wir da den Aguero haben. Und ich einfach diese Aufstellung liebe. Ja. Aber ich muss ja eh noch Inter einstellen. Inter Mailand. Da. War gerade irgendwo für 4-6. Gucken wir da nochmal. Hier haben wir es. Also. Komm, lade schneller. Los. Mach hin. Bitte. Da, 4-3, 4-2, 24 Vertrag. Leute, ich habe heute irgendwie Lack. Ohne Spaß. Also mein FIFA-Account wurde zwar gehackt und ich habe ungefähr 1 Million Münzen verloren. Uch, um die 80 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, in den Sand gesetzt. Aber ist so egal. Ich habe einen guten Tag. Nein, der ist ja schon seit ein paar Tagen mehr weg. Ja, super. Macht das auch nicht besser, aber. Egal. Palacio gekauft. 88 Tempo, 86 Dribbeln, 81 Schuss, 78 Pass. Die Werte sprechen für sich. Er ist das Geld auf jeden Fall wert. Und wir haben noch einen vom gleichen Verein. Jetzt muss ich kurz gucken. Das sind Z. Ach ja, ZM sind das, okay. Nicht ZDM. Und zwar Sanetti von Inter Mailand. 75 Pace, kein Skiller. Trotzdem 83 Dribbling und 81 Defense. Oh, Cambiasso gibt's auch. Cambiasso gibt's natürlich auch. Mit 80 Defense finde ich aber nicht so optimal. Da greife ich lieber auf den Zanetti zurück. Hier mit. Sprachlos. 82 Vertrag? Was zum. Sofort kaufen. Leck mich, das ist geil. Heilige Scheiße. Und als zweiten haben wir noch einen aus der portugiesischen Liga. Sofern es mich nicht täuscht. Da könnte man schon. Okay, das ist, glaube ich, die falsche, oder? Moment, ich guck noch mal, wenn der überhaupt aus der portugiesischen Liga ist. Liga. Wo steht denn das hier? Fuck. Welche scheiß Liga ist denn das? Fuck. Wo steht denn immer, welche Liga das ist hier?
Das muss ich einmal. Ah ne, Liga do Brasil. Na gut. So. Einmal nochmal durchgehen hier. Weil ich so blöd bin. Wo ist denn das? Da. Und zwar bei International oder so heißt das. Wo ist denn das? Habe ich das gerade übersehen oder? Ist das das, ne? Porto Alegre. Wenn es mich nicht täuscht. Okay, der ist günstiger. Der müsste das sein. Was für ein Scheiß. Moment, ich. Remino? Nee. Bin ich in der richtigen Liga? Also. Kann wohl nicht. Das fickt mich jetzt gerade. Oder der Höchstpreis ist zu niedrig angesetzt. Hä? Wo spielt der Typ jetzt? Gute Frage, wo spielt der? Der spielt. Wo spielt der denn? Fang an. Oh, ab Minute 44 wieder. Ja gut. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe kurz Pause gemacht, weil ich nicht weiß, wo der Typ spielt. Deswegen Argentinien ZM einfach mal eingeben. Da muss er ja irgendwo sein. Okay. Ist noch nichts. Auch noch nichts, weil fragt mich nicht, wo der spielen soll. Ich habe keinen Plan. Irgendwie macht mich das gerade mental fertig, dass ich den einfach nicht finde. Oder haben sie den einfach nicht als Z als ZM gemacht. Einfach mal Liga do Brasil. Da ist er doch. Da ist er doch. Ja, den gab es einfach nicht als ZM. Und war ich richtig? War ich richtig bei dem Verein? Ich war richtig. Ich Pfosten. Ich war richtig. So. Das ist jetzt gerade blöd, ich weiß. Egal. D'Alessandro. Da haben wir ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den wollte ich nämlich haben. Ist 5-Star-Skiller, wohl bemerkt. Muss man an der Stelle mal sagen. Deswegen auch für mich so begehrt. Und Montolivo ist... Montio. Hat aber nur 3 Sterne Spezialbemerkung. Also kommt nicht in Frage. Ja, dann kommt ein rechter Mittelfeldspieler, der euch auch bekannt sein müsste. Aus der Serie A. Und zwar ist der Typ in Form. In Form. In Form, für alle, die es nicht gehört haben. Dürfte auch nicht so teuer sein. Oder doch? Ja, ist so ein bisschen teurer. Na denn. So um die 50 geht er. Preis ein bisschen hoch machen. Und zwar hat der im Vergleich zur normalen Version nochmal ordentlichen Schub gekriegt. Der Lamela in Form. Da ist er ja. 57.000. Gibt es den auch günstiger in zum Beispiel
rechts außen oder so. In RF. Nope. In RS. Nö. Also ist der doch wohl im Preis gestiegen. Hier steht er noch festgeschrieben bei ungefähr 46.000. Hier müssen wir ihn für 57 kaufen. Gut, dafür hatten wir bei den anderen Glück. Der hat auch 19 Vertrag. Da haben wir den ersten von drei Informspielern, die ich euch versprochen habe. Also das Team kostet noch ein bisschen. Aber auch nicht ganz so viel. Nicht ganz so viel. Warum habe ich das jetzt wiederholt? Egal. Also so na, 80.000 ungefähr noch. Ich denke mal. So Leute, sorry, ich wurde unterbrochen, musste einmal nach unten zu meiner Mami rennen. Und ja, deswegen wurde ich nochmal unterbrochen. Da weiß ich jetzt aber schon, welcher Spieler als nächstes vonnöten ist. Natürlich auch Argentinier. Liga BBVA. Und ich glaube, da ist es klar. Ich verrate schon mal den Verein. Barcelona. Und zwar ist es Mascherano. Die Kommentatoren sprechen ihn immer unterschiedlich aus. Ich weiß es auch nicht genau. Ich denke mal, er heißt Mascherano. Kriegt man denen? Oh, jetzt habe ich... Ach, jetzt habe ich die Nation gar nicht mehr eingegeben. Sanchez hatte ich in FIFA 12. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie viel Sanchez bei FIFA 12 wert ist. Denn ich hatte den da mal gezogen. Da hatte ich noch keinen Plan von FIFA. Und habe den immer behalten, weil ich dachte, der wäre total geil. Und der war auch geil. Und ich hab, also da hatte ich noch keinen Plan. Da hatte ich nur Bronze-Spieler und nur den. Weil ich 99 Cent übrig hatte und mir ein Premium-Goldset geholt habe. Und da habe ich den aus Lack gezogen. Sag mir mal bitte, wie viel ist Sanchez in FIFA 12 wert? Und ich bin aus Ultimate Team rausgeflogen. Das ist natürlich nice. Aktionssuche, ich hoffe, es ist nicht alles weg. Ist noch bei RM. Also wirklich bitte einmal schreiben, wie viel Sanchez bei FIFA 12 wert ist. Und FIFA 12 kackt. FIFA 3. FIFA 12, genau. FIFA 13 kackt die ganze Zeit ab. Ist ja nicht so schön. Ach komm. FIFA. Willst du mir jetzt einen Strich durch die Rechnung machen? Rechnung. Komm, ey. Mach's mir doch nicht kaputt. Gerade alles funktioniert. Ach, fick dich, FIFA. Echt ohne Spaß. Ich geh nochmal einmal aus Ultimate Team raus. Ihr kennt's, oder? Ihr kennt es. Ich kenne es. Wir alle kennen es. Es ist einfach nur scheiße. So. Ultimate Team. Übrigens, wen ich empfehlen kann, ist FIFA Ultimate Team Only. Total korrekter Typ, macht die richtig geilen FIFA-Videos. Noch eine große Ecke professioneller als ich, deswegen unbedingt mal vorbeischauen. Genial, der Typ. Ich sehe gerade, der Sturm ist ja mal krass schnell, ne? Lavezzi 93 Pace, Aguero 88 Pace und Maria, die Maria, 90 Pace. Übrigens alle, also Lavezzi 90 Dribbling, Aguero 91 Dribbling und Maria, die Maria, ich vergesse es immer, 87 Dribbling, also das sieht doch mal sehr gut aus. Ja, dann kaufen wir jetzt noch Mascherano. Der ist ein Innenverteidiger, spielt in der Liga BBVA. Da, Club Barcelona, Nationalität, Argentinien, Level, Gold. Aufstellung 3-4-2-1. Und der Höchstpreis. Ich denke mal 15.000. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, wie viel der kostet.
Guck mal, FIFA funktioniert wieder. Juhu. Oh, 7000 nur. Okay. So, 7, 6, 9. Oh, da findet er auch noch welche. Sogar noch 10 Stück, 6 Stück oder so. Verträge, hat hier einer Verträge? Ne. Aber der hat nur 68 Fitness, obwohl er 15 Vertrag hat. Das ist natürlich nicht so schön. Da gucken wir nochmal, schrauben nochmal hoch auf 7-1. Da dürfte es jetzt ein paar Seiten geben. Ey, noch kein Spiel gemacht, aber 200.000 Coins. So muss es eigentlich nicht sein. 24 Vertrag, 90, 21 Vertrag, 84, ja, da kommen. Ich denke mal, ich werde eh erst mit dem brasilianischen Team spielen. Da können wir die argentinische Mannschaft oder die Argentinier ist, glaube ich, besseres, guteres Deutsch. Da können wir die erstmal auf die Bank stellen, damit die ihre Fitness regenerieren. So, der andere kommt aus der Serie A. Walter Samuel, kann ich schon mal verraten. Inter Mailand. Dürfte nicht ganz so viel kosten. 2000, ja. So. 1600 hatte ich den gerade gesehen, manchmal 1800. Da finden wir eine ganze Seite. 23 Ver 40 Vertrag. Hui, Fuchst. Oh, der ist auch schon lange dabei. Gegründet November 2010 stand da gerade noch. Also dann können wir den nochmal gut kaufen. So. Dann. Auch Serie A. Napoli. Ein Informspieler. Ja. Hugo Campagnaro. Ja, der Name ist schon mal richtig. Der kostet, glaube ich, 80.000. Ich glaube, ne? Ich glaube, du glaubst, also er ist beglaubt. Kostet der mehr? What the fuck? 68.000 steht hier. Dann gucken wir mal nach einer anderen Aufstellung. Na gut, gibt's nur nicht in der Aufstellung. Ja, um die 70 steht hier. Können wir nochmal runterschrauben. Also wirklich guter Spieler. Hat 73 Pace als Innenverteidiger. Ist das ein guter Wert? 85 Defending, 83 Kopfball. So muss es sein. 4-3-1-2. Mit 29 Vertrag. Moral hoch, Fitness 99. Der ist gekauft, der Typ, der ist gekauft. Noch ungefähr 1000 unter Marktwert gekauft. Gut, gucken, was gleich die sondern die Positionskarte kostet. Aber ich glaube, die kostet nicht viel. Falls ich mich nicht täusche. So. Dann, wer fehlt noch? Der Torwart. Der kommt aus der spanischen Liga. Und zwar. Gott, ich glaube, ich war zu weit. Da. Spielt der bei Malaga? Da. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der kostet, deswegen gucke ich mal einfach. Achso, ich bin noch bei. Ach, den Demike, das gibt's ja auch. 36! Oh Gott. Also, den wär's ja wirklich nicht los mit 36 Tempo. Das tut einem ja schon fast leid. 36 Tempo. Geil. Geil, geil, geil. Torwart. Also, der ist das hier, Caballero. Ach, der ist ja günstig. 25.000 habe ich ihn gerade gesehen. Das ist ja mal gut. Dann hat das Team knapp 300.000 gekostet, so wie ich gedacht hatte. Jo. Und dadurch haben wir dann auch schon den Aguero fürs Barclay-Team gespart. Ist doch mal was. Oh, da finden wir sogar welche. Oh, ein für 18 war da.
mit 6 Vertrag aber nur. Dann nehmen wir doch lieber den für 20, also für 2000 mehr. Aber dann mit 41 Vertrag. Es war die falsche Aufstellung, egal. Die Vertragskarte kostet nicht so viel, glaube ich. Ach, die Positionskarte. Gut, dann brauchen wir noch zwei Positionskarten. Und zwar, was ist das? 4, 3, 4, 2, 1. So, dann gucken wir doch mal. Das können wir zurücksetzen. Entwicklung, Level Gold, Typ. Ach nee, das ist gar nicht. Was ist denn das? Ich glaube Training dann, ne? Aufstellung. Die müsste Gold sein. Oder ist die Silber? Ich weiß gar nicht. Ne, 3, 4, 2, 1 hier ist sie. Ach, die ist ja günstig. Kommt 200 drauf. Wieso hat er mir 200 da nicht drauf gemacht? Ja, super. Weil mein Internet langsam ist. Geil. Scheiße, die ist für 150 weggegangen. Die ist ja günstig wie sonst nichts. Hier gibt's die. Oh, noch doch ein bisschen teurer. Wenn die gerade für 150 weggegangen ist. Okay, ist doch ein bisschen teurer. Bieten wir mal 1,9 drauf. Ist ja jetzt egal. Wir haben ja noch ein bisschen Coins übrig. Wer kann ich auf. Okay. Kaufen. Ist abgelaufen. Also Leute, echt, mein Internet. Es fuckt ab. Es ist. Echt, das ist nicht mehr schön. Gott, oh Gott, oh Gott. 3, 4. Ich suche am liebsten nochmal neu. Also das war ja jetzt gerade nicht mehr schön. Gott, was ist jetzt los? Gut. Es lädt und es lädt und es lädt. Also diese Internetverbindung ist nicht empfehlenswert fürs Traden. Oh, da war 3, 4, 2, 1. Ist jetzt wahrscheinlich eh schon weg. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Oh, ich hoffe, wir haben gerade keine 3, 4, 1, 2 gekauft. Das wäre bitter. Ach, wir haben noch gar keine. Haben wir noch gar nicht. Also Leute, echt, meine Internetverbindung, gebt euch das. Das ist scheiße wie die Sau, ey. Und ich finde keine 3, 4, 2, 1 Doch, da ist er. 150 Startpreis und er lädt den Rest wieder nicht. Ach kommt, Leute. Was? Die ist wirklich so günstig. Das wundert mich jetzt aber. Oder die geht jetzt noch total hoch. Ist die wirklich so günstig? Da habe ich mich ja gerade voll verguckt. Krass. Da habe ich mich gerade voll verguckt. Also die Positionskarte kostet ja nichts. Ah, ich wurde überboten. Oder vielleicht auch doch. Ich habe doch 250. Oh, danke, ey. Der braucht so scheiße lange, ey. Wenn der einmal. Gott, ey. Echt, diese Internetverbindung. Jetzt lädt er wieder. Und ich schaffe das nicht mehr. Weil ich zu langsam bin. Da! Ey, bin ich gut. Ich hab's noch geschafft. Der geht wahrscheinlich eh wieder mit 400 drüber. Ich kenne das, ist immer so beim Traden. Ein Sack geht immer mit 400 drüber. Ha, gekriegt. Bin ich der King oder bin ich der King? 3, 4, 2, 1, komm, geht die noch? Ist abgelaufen. Und hier ist eine 3, 4, 1, 2, da hat keiner drauf geboten für 150. Ey, ohne Spaß, und ich habe da gerade 400 für ausgegeben. 3, 4, 2, 1 gibt's hier für 250 sofort kaufen. Bin ich denn blöd? Simon weiß nicht, wie man tradet. Egal. Egal. Ist egal.
Jetzt kriege ich sie hier für 150. Was soll man dazu sagen? Egal, Leute, wir sehen uns dann. Der Part hat... Wie lange hat er gedauert? Stunde? Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass daraus so ein langer Part wird. Egal, wir haben jetzt nach dem... Ja, das ist ja der Neuanfang. Nach dem Hack schon mal wieder zwei gute Teams zusammengestellt. In dem nächsten Part gibt es dann den Squad-Builder. Ich sag erstmal ciao, Leute. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.